Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Domino-Simulator. Leute, am heutigen Tag gucken wir uns wieder ein paar Paluten-Domino-Strecken an, die ihr gebaut habt. Zudem wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere. Aber jetzt starten wir mit Paldado von Hartholz Lounge. Gut, das ist die Map, also das ist der Boden. Warum denke ich, dass der Typ Hartholz Lounge heißt? Wer das gebaut? Steht da leider nicht. Auf jeden Fall, ich wollte eine Paldado-Strecke bauen und das ist das Endprodukt. Viel Spaß mit meiner ersten Map. Let's go. Ich bin gespannt. Ich habe auch eine Strecke gesehen. Ey, die sah so geil aus. Okay. Ach so, jetzt erkenne jetzt erkenne ich das erst. Das hier links ist Maldado und... Nee, Moment mal. Was ist denn heute mit mir los? Das ist Edgar. Das bin ich. Und das ist Maldado. Ich wollte schon gerade sagen, warum denke ich, dass das Maldado ist? Sieht Maldado aus wie ein Schwein? Okay, dann starten wir mal. Zack. Hey. Sag mal, warum wurde ich denn da gerade abgeschossen? Oh, ist gut. Wir starten seicht, Leute. Danke für die Map. Oh, hier. Kleines Domino für Paluten. Ein kleines Domino mit Paluten und Freunden. Oder auch dem Freedom Squad. Hab Spaß und genieße es. Auf jeden Fall da. Ah, krass. Der hat das ja richtig nachgebaut. Da sehen wir jetzt auf jeden Fall Paletto. Da ist Edgar. Da ist eine Schnecke mit einem Zylinder. Und das ist Manuel. Also hier ist auf jeden Fall sein Pullover. Ich kann das nicht ganz erkennen. Aber man weiß ja auch nicht, wie es aussieht, wenn es umgefallen ist. Ah, hier startet das Ganze. Ah ja, hier steht auch Start. Dann let's go. Oh yeah. Hier, zack. Und jetzt. Paletto. Edgar. Und jetzt fällt Zombie Dado. Ah ja, das geht so rum. Aber... Na, man kann es nicht so, selbst wenn das umgefallen ist, kann man es nicht so hundertprozentig erkennen. Ey, wirklich vielen, vielen Dank an jede einzelne Person, die hier so eine Domino-Strecke eingerichtet hat. Weil jeder, das müsst ihr auch kurz mal bedenken, jeder einzelne Block, der muss hier so selber gesetzt werden. Yay! Und das ist echt viel Arbeit. Also ich habe hier selber schon mal eine Domino-Strecke gebaut. Hier ein kurzer Clip. Zack. Hä? Du sollst doch... Hallo! Hallo! Und das ist echt nicht ohne. Oh ja, Leute. Alter, Paluten und Manuel gebaut mit 11.660 Dominosteinen. Ich habe mir vorgenommen, das 100.000 und 1 Million Achievement zu erreichen und werde mich am Freedom Squad orientieren. Ah, er hat sogar insgesamt 18.150 Pieces. Alter Schwede. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was das für ein krasses Ding wird. Oh, Fluffy. Oh, da ist das Ding. Als ob. Boah, krass. Der komplette Minecraft-Skin. Und guckt euch das mal an. Das ist halt jeder einzelne, wurde hier zack, 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 zack gesetzt. Boah, krass. Junge, was für eine Geduld man haben muss. Und es ist ja auch einfach unfassbar riesig. Hier oben sehen wir nochmal Edgar. Kruptor. Also heißt er wahrscheinlich auf YouTube. Aber richtig geil. Oh, guck mal hier. Interessant, wenn ich da drüber bin... Es ist einfach nur schwarz, aber hier von der Seite, da kommt dann, ne? Schmidgar. Oder Evil Edgar. So ein bisschen dadurch, dass er grün ist. Sieht so ein bisschen so aus. Ja, komm, Leute, Alter, wir müssen das jetzt mal starten. Aber wo starten wir denn? Ah, hier oben. Let's go. Oh, yeah. Alter, das ist krass. Oh, wir müssen hier fahren. Oh Gott, wo fahre ich jetzt, links oder rechts längs? Was ist hier? Ne, das hat glaube ich, gar nichts zu sagen. Boah, das ist aber schon geil. Also auch wie präzise die alle da angeordnet sind. Oh. Ah, jetzt geht's hier gleich. Edgar fällt. Da. Ach, es ist so geil. Oh, das sieht jetzt richtig cool aus. Oh, da fällt Paletto. Oh, Alter, es ruckelt. Als ob. Mein PC kann das nicht handeln. Als ob, Junge. Ich habe hier echt mittlerweile nur noch eine gute Grafikkarte und alles drin. Alter. Ah, das ist schon geil. Kann ich nicht anders sagen. Also, da muss ich sagen, Respekt. Boah, das ruckelt immer noch? Alter, guck dir das mal an. Da geht ja gar nichts. Warte mal. Ah, jetzt. Krass, aber warum erst jetzt? Jetzt geht alles wieder flüssig. Boah, geiles Ding. Das ist schon richtig cool. Also hier, Kruptor. Respekt. Kann ich nicht anders sagen. Ah, hier. Jetzt sieht man auch sein Minecraft. Ja, yeah, von hier oben.
Der hat auch so einen Schal und da ist dann sein rechtes Auge. Super geil. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir da die Mühe gemacht hast. Das ist echt schön. Hier ist noch Max. Okay. Aber da stand auch irgendwas mit Palle. Da habe ich doch was gesehen. Ja, hier. Moment mal. Ich bin jetzt kein Experte. Wollte er da Paluten schreiben? Wollte er Palle? Weil irgendwas ist hier, aber ich bin... Wo geht's denn? Ah, hier hinten geht's los. Na, vielleicht kommt da ja noch was. So, hier, dann wird das getriggert. Dann fällt das Ding hier runter. Klatscht hier gegen. Oh, jetzt gibt's ein bisschen Feuerwerk. Hey. Die Autos fahren los. Es passiert nichts mit Palle. Doch, da! Aber... Also, Max, vielen, vielen Dank. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob hier Paluten steht. Falls ihr wisst oder falls ihr es entschlüsseln könnt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, die Minigolfbahn. Eine coole Minigolf. Da bin ich auch mal gespannt. Ah, ich habe ja auch eine Minigolf-Vergangenheit. Ei, 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 ei. Ah, hier oben fängt es an. Zack. Oh, oh. What? Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Nochmal. Zack. Jetzt? Ah, jetzt? Nee, die werden danach nicht mehr alle getriggert. Weil normalerweise müsste er doch hier einlochen, oder nicht? Hier mit dem. Vielleicht funktioniert die einfach... Ich glaube, die funktioniert einfach nicht. Ich meine, es ist ja so, dass jeder Try unterschiedlich ist. Das haben die ja auch gesagt. Nee, das ist kaputt. Ich kann das so oft ich will probieren... Aber die Kugel bleibt da nicht drin. Ich kann jetzt natürlich hier... Kann ich nicht so einen Ball nehmen? Warte mal. Zack. Ich nehme hier diese Murmel und platziere sie... Oh, jetzt klappt's! Aber es ist trotzdem hier. Zack. Und... Macht ja gar keinen Sinn. Yay! 1000 Kugeln. Geht das jetzt unendlich so weiter? Nee. Oh, hier ist auch noch Let's Play Golf. Da bin ich ja mal gespannt. Wird da ein bisschen Tiger Woods, Alter. Okay. Oh, da muss er wieder rein. Ah, er startet hier beim Auto, vermute ich mal. Nee. Wo startet denn der? Ach, hier. Let's go. Mach das mal wieder rein. Bam. Nee. Hä? Doch, da unten hat's... Nee, hier hat's gestartet. Da, jetzt fällt's runter. Geht hier rein. Geht dann hier runter. Zack. Als ob. Hä? Jetzt geht es noch hier oben? Und da... Ich bin nicht hinterhergekommen. Ich will das nochmal... Das war ja richtig geil. Hier startet das. Bam. Und das hat ja perfekt funktioniert. Da geht's runter. Zack. Dann wird die getriggert. Rollt hier runter. Trifft den. Ah. Eine absolut geile Strecke. Zack. Und drinne. Wow. Das ist, glaube ich... So technisch gesehen, die geilste Strecke. Klar, die mit Paluten und GLP, die war halt vom Volumen absolut krass. Aber hier, die ist halt so klug. Ja, zum Abschluss gibt es nochmal den Klabaudermann. Also, er ist eigentlich, glaube ich, Klempner. Da. Leute, zack, los geht das Ding. Und eine absolute Legende. Super Mario. Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Domino Simulator. Wenn es euch gefallen hat, ihr Bock auf mehr habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr das Spiel habt und ihr habt ein bisschen Langeweile, baut sehr, sehr gerne weitere Level. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Die da waren schon sehr, sehr geil. Und dann sind die vielleicht auch direkt schon in der nächsten Folge. Leute, hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal verlinkt. Schaut in die Videobeschreibung für Mini-Paluten. Hier sind auch noch Videos. Einmal draufklicken, Leute. Danke fürs Zusehen. Habt noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.